Hallo und herzlich willkommen, die Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde LS19 hier aus der Niemandsland. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge werde ich mir denke, hier dieses Feld fertig grubern. Dann werden wir eine neue Investition tätigen, damit das mir wieder ein bisschen mehr Geld einnehmen können mit unserem Hof hier. Den Gruber werden wir auf der Arme austauschen müssen gegen einen breiteren. Mal schauen, wir, was so ein Ding kostet. Gruber 39.016 Grimmert für unseren, glaube ich, nur. Na, kommt man noch 5 Grimmer für den unseren. Der hätte dann 6 Meter Bräden. Was haben wir denn da an Scheiben, Ecken? Sondern unsere Jobwöcher Bräden. 3 Meter. Hundertvierzig PS, 25.000, wenn wir. Ah, im Moment können wir es uns nicht leisten. Aber obwohl, wir könnten ja jetzt schon mal das machen, was ich gerne wollte. Ich möchte mir schauen, dass wir eine zweite Einnahmequelle kriegen. Und zwar keine Gewächshäuser. Sondern das hier. Ein Eiswagen nicht, weil das passt irgendwie nicht, aber hier so den kleinen Snackwagen. Und zwar setzen wir uns den kleinen Snackwagen hier am Hof. Ja, ich würde sagen, das passt eh schon so. Dann haben wir da nämlich nur mehr eine Einnahmequelle von 45 Euro pro Stunde. Also das heißt, wir haben einen guten Verkäufer. Wir haben einen guten Verkäufer und die 16 Tage, gell, Einnahmen pro Stunde variiert zwischen 1000 Euro, 500 Euro und 250 Euro. Das war jetzt dann so das, was wir als nächstes machen können. Hier die Windmühle zum Beispiel oder der Funkturm. Den werden wir uns dann auch irgendwo hinsetzen. Aber den Funkturm, den hätte ich für später gedacht. Irgendwo, wenn wir dann nochmal ein Gelände kaufen, dann am Berg oben. Ah, das sind alles, das geht alles dann Richtung nach oben. Aber sehen wir. Das ist dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich aktueller. Ich möchte dann heute nämlich jetzt, solange es regnet. Ich weiß, meine Frau sagt, die hat Verwandte in Russland, die machen das nicht so in der Landwirtschaft. Dass wenn es regnet, gegrubert wird. Aber ich habe die Zeit noch vorspulen lassen. Ich würde einen ganzen Tag nämlich verlieren, wenn ich das jetzt nicht so machen würde. Also einen Tag zur Vorbereitung, so meine ich intensiv. Ich weiß, wenn ich jetzt mit der Saatgurt, mit der Direktriebe vorgrubert, sie ja dann auch mit.
Aber ein erfahrener LS-Spieler weiß ja, es sind Erfolge auch zum Freischalten. Es sind Erfolge hier auch zum Freischalten. Deswegen muss man auch einmal selber grubern. Und habe ich mir gedacht, ich nehme mich jetzt bei diesem Knorrenfeld mit, dass wir grubern im ersten Frühlingstag. Ich spüre einfach nur im Dreier, in der Dreischicht oder drei Frühjahrs, im drei Frühjahrsrhythmus, also drei Tage pro Sommerzeit, pro. Ich weiß, was ich meine, das mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Nicht Sommerzeit, Jahreszeiten, im Dreier Jahreszeitenschritt spiele ich hier nur. Schauen wir mal, wie es jetzt in dieser Saison geht. Das ist das zweite Jahr, was wir hier auf der Niemandsland verbringen. Es wird sowohl auch mal wieder ein Livestream geben hier aus der Niemandsland, also mit dem Profil mit den gecheateten Geld, dass wir uns intensiv um andere Sachen kümmern können, dass wir dann stundenlang zuschauen müssen, wäre keine Ahnung, sinnlos durch die Gegend vor und Felder grubert. Also da bin ich schon beim Vorbereiten wieder für den nächsten Livestream. Wann der natürlich ist, das weiß ich nicht. Das mache ich jetzt abhängig, weil der Grundstock meiner Community aus dem Eishockey kommt. Und natürlich hier auf den dann ein bisschen mehr das Auge liegt. Also wir auf dem LS. Die meisten spielen ja den LS am PC. Genauso wie ich spiele ja eigentlich überwiegend mit meinen Kollegen nur am PC. Die Konsole ist ja da gerade so ein bisschen eine Abwechslung für mich. Dann habe ich mir gedacht, wir werden da ein bisschen Frost machen, solange das Ring. Werden wir auf der Name Ugi noch in die nächsten Folgen, dass wir mal zu einem Glück kommen wieder. Dann hoffe ich, dass die Milch dann jetzt irgendwann nochmal nach oben geht. Die Tiere Milch produzieren, dann können wir nämlich raus die Schwindel raus. Das wäre nämlich dann hervorragend. So, dann machen wir die da auch noch gleich. Also für die was nicht wissen, was ich zuerst von wegen Erfolge gemeint habe, du musst 1 Hektar, 10 Hektar und 100 Hektar grubern. Du musst es sehen, du musst es selber
da zählt nicht der Helfer. Du musst es selber sehen, du musst selber düngen. Das ist natürlich jetzt eine Investition, was wir tätigen müssen. Dass man hier, ich möchte ja gern, ich habe schon ein paar Mal gesagt, auf biologisch umstellt. Das Biodünger, das kostet halt auch. Ist nur halt intensiv die Zeit, gell? Ah, die ist intensiv, das Geld nimmst. So. Dann müssen wir so ein gutes Waldstückchen aussuchen. Wo man die Schiene nehmen, sollen wir da einen Helfer rennen? Der kostet zwar Geld, aber ich will da mal schnell schauen. Am besten ist es da mit der Überblick, mit den Übersicht. Da haben wir gerade wirklich den einen Teil vom Wald. Da haben wir gerade einen Teil vom Wald. Und man denkt, wir hätten da ein bisschen mehr. Ah, da hebt man schon ein bisschen was Größeres. Das heißt, ich lasse jetzt da den Helfer lappen, schweren Herzens. Und dann werden wir uns da intensiv um das Holz da unten kümmern. Dann werden wir da schon mal anfangen mit dem Forst. Dann werden wir uns da die nächsten Folgen ein bisschen mit dem Forst beschäftigen. Pappeln werden dann auch irgendwann, hoffe ich, jetzt mal in den nächsten Folgen fertig werden. Wie schaut es mit den Eiern aus? Ich sehe jetzt gerade zwei Kartons mit den Eiern. Ich meine, das ging halt schneller. So. Aber egal. Das heißt, wir werden jetzt mal intensiv in der Folge Bäume. Forst gehört nämlich auch dazu, zum Landwirt, zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Will er jetzt nicht umfallen, oder? Könnte man in der Season ja da das ein bisschen alles umhauen. Und hier kann man aber dann zum
so ein bisschen gehört zum Schmieden zu ihm. Und wir könnten nachher auch ein bisschen dichter den Wald pflanzen. Objekt zu schwer. So. Legen wir dort hier weiter einen Baum um. Ich weiß schon, normalerweise macht man auch einen Keilschnitt. Aber ich habe die Befürchtung, dass man dann trotzdem nicht umfällt. Wenn wir jetzt so einfach mal wieder so intensiv da die Bahn umschneiden. Nicht gut gewesen, dass man da ins Feld reingefallen ist. Jetzt müssen wir auch der liegt da, dann müssen wir da ein paar Mal schneiden. Ende. Da ist das Ohrende. Machen wir den da so mal. Objekt zu schwer. Okay, dann haben wir es auch schon mal angesägt. Dann braucht man ja eigentlich gerade mal nachher nur den Hebel dann mal so mit dem Frontlad raus. Für was habe ich denn nachher den Teilen Ding baut? Die Sorge, wenn man es nicht hernimmt. So. Dann mal da mal alles ringen. Es regnet noch. So, ja, dann haben wir den durchschneiden.
Dieses Objekt ist zu schwer, dieses Objekt ist zu schwer. Dann haben wir hier. Dieses Objekt, wenn man. Ist schon klar, man könnte sich einen Harvest ausleihen. Gell? Dann haben wir da, heben wir da schon schön die Länge, dann kommen wir, keine Ahnung, das auf Kaminlänge schneiden mit einem Meter oder sowas. Aber wie halt überall im Leben Geld. So, das Objekt soll jetzt auch zu schwer sein. Ja, das habe ich mir fast. Das habe ich mir ja schon fast gedacht, dass das zu schwer ist. Also ich kenne jetzt nur so ein Gerät, gell, dass du so leichte Bahn transportieren kannst. Das ist so, da zapp ich den Haus rein und dann kegelst den Bahn da hin, wo du brauchst. Das ist auch halt, also das ist ein Schaugaus. Das ist jetzt sagen für die, was das nicht kennen. Also wie so eine Picke. Gerade mit Ohren. Mit einem Spitz so gesehen. Jetzt machen wir das gerade selber noch fertig da. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dass wir uns die nächste Folge dann auch noch mit dem Forst beschäftigen. Bis wir da das haben, dass wir irgendwas ernten können. Ich hoffe ja gleich mal, dass am zweiten oder dritten Frühlingstag die Pappeln zum Ernten sind. Dann hätten wir nämlich da eine weitere Einnahmequelle. Also sage ich es gerade nachher für die, wo es eine LS spielen, aber das vielleicht eventuell noch nicht wissen, gell? Man hat da eine Statistik. Gegruberte Hektar habe ich bis jetzt 7,84 Hektar.
Also das heißt, ich muss nur 93 Hektar grubern, damit dass ich den Erfolg vom Grubern freischalte. Ah, schau, hat schon mal aufgehört zu regnen. Das passt da ganz gut für die nächste Folge. Dann kann man das nämlich das mit dem Bührer machen. Da das weiter grubern lassen. Aber ich würde sagen, meine lieben Sportsfreunde, ich mache das selber mit dem Fendt fertig. Dann spare ich mir nämlich ein Geld für den Helfer. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus NLS, aus der Niemandsland weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, jetzt in der Corona-Zeit ist es viel, viel wichtiger. Bitte, bitte bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!